Polaroid, Quelle, Mannesmann, das waren einmal Weltkonzerne. Heute sind sie längst verschwunden, verdrängt von Newcomern. Kreative Zerstörer nennt man diese Startups, die ganze Märkte durcheinander wirbeln. Aber manchmal zeigen auch die Etablierten, was in ihnen steckt. Die Frage ist also, wer setzt sich durch? Wir lassen die Kontrahenten gegeneinander antreten, heute aus der Recruiting-Branche im Stadion der Spielvereinigung Greuther Fürth. Hallo, Gerd Hofmann. Christoph Zeller. Was macht unsere Firma stark? Das ist definitiv der Grad der Technologisierung, der Innovation, den wir in den Bereich bringen. In dem Recruiting-Bereich sind aktuell sehr, sehr viele Prozesse händisch und manuell. Hier haben wir eine Plattform entwickelt, die größte Teile dessen automatisiert und dadurch können wir viel, viel kosteneffizienter an den Markt gehen. Genau dort, wo unsere Stärken sind, sind auch die Schwächen des Kontrahenten, klassische Personaldienstleistungen, die hier sehr, sehr händisch und manuell unterwegs sind, können gar nicht auf der einen Seite die Kosteneffizienz abbilden, die wir abbilden, haben nicht die Verfügbarkeit, sind sehr, sehr stark auf manuelle Ressourcen angewiesen. Unsere Firma macht stark, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir direkt beim Kunden sind und natürlich auch direkt beim Mitarbeiter sind. Naja, die Schwäche sehe ich natürlich genau da drin, wo unsere Stärke ist, nämlich dass dort scheinbar keine Verantwortung übernommen wird. Ich sehe das Geschäftsmodell auch durchaus kritisch, weil ich mir natürlich im Moment gar nicht vorstellen kann, wie man damit Geld verdienen kann. Herr Zöller, mit Ihrem Algorithmus versuchen Sie Jobsuchende mit Firmen zusammenzubringen. Können Sie wirklich auf persönliche Gespräche verzichten? Was bei uns der Algorithmus ersetzt und hilft, ist die Vorauswahl und den Match zu den passenden Kandidaten. Also bei uns sind keine Menschen mehr hinten dran, die sagen, A passt zu B, sondern wir matchen das Ganze aufgrund eines Algorithmuses und dann sind beide Parteien auch dann in der Aktion, um zu sagen, ja, das passt auch zu uns. Wenn sie sagen, nein, das passt nicht zu uns, lernt auch der Algorithmus da wieder. Also das persönliche Gespräch kommt dann erst danach zwischen den beiden Parteien, da mischen wir uns dann nicht mehr ein. Bei uns ist natürlich das persönliche Gespräch nach wie vor im Vordergrund. Und erst danach entscheidet praktisch unser Disponent, wo kann er diesen Mitarbeiter einsetzen. Das heißt, hier ist noch sehr intensiv der Mitarbeiter mit in diesen Auswahlprozess. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die ein Algorithmus nicht kann. Also dazu ist es natürlich dringend notwendig, dass sich da Menschen miteinander unterhalten dann. Wir wollen nicht die Entscheidung abnehmen, passt derjenige zu euch, sondern wir wollen diese Entscheidung und die Power beim Unternehmen lassen. Und wo wir helfen, ist aus der Flut der Bewerbungen oder wenn auch nicht passende Bewerbungen kommen, den richtigen auszuwählen. Sie übernehmen keinerlei Verantwortung und wir übernehmen aber die Verantwortung. Das heißt, wir übernehmen ja im Vorfeld die Verantwortung bei der Mitarbeiterauswahl. Wir sind sehr kandidatenfokussiert. Wir wollen, dass jeder Kandidat in den Job kommt, der für ihn auch passt. Und das ist ja genau auch Ihr Problem, dass in den Bereichen die Leute nicht Teil des Teams sind. Die sind nicht bei, nehmen wir jetzt mal Mercedes-Benz, die sind dann nicht bei Mercedes-Benz angestellt, sondern sind bei Ihnen angestellt. Aber die meisten der Kollegen sind bei Mercedes-Benz angestellt. Die sind da ganz anders sozial integriert. Es wird bei uns sicher auch die Zukunft sein, dass sich die Bewerber natürlich dann ihre Arbeitgeber ganz gezielt aussuchen, aber noch frei sind. Das heißt, sie sind noch nicht in das Unternehmen integriert. Sie können noch völlig unabhängig entscheiden, will ich eigentlich diesen Job auf Dauer machen oder mache ich ihn nur vorübergehend? Ich würde mich dann natürlich umgekehrt dafür interessieren und sagen, wie hoch ist eigentlich der Prozentsatz der tatsächlichen Matchings, die funktionieren? Ja, also wir haben also über 70% aller Kandidaten, die bei uns vorgeschlagen werden, kommen auch in den Prozess mit dem Unternehmen. Ja? Mhm. Und genau dadurch, dass immer wieder, wenn es mal heißt, es passt nicht oder da passt nicht, lernt der Algorithmus immer dadurch weiter. Ich frage mich natürlich, ob Sie tatsächlich glauben, dass jeder Kandidat, dass der seine persönlichen Daten auf ihrer Plattform hinterlässt und dass jedes Kundenunternehmen tatsächlich seine Daten und das Profil auf ihrer Plattform hinterlässt, um ihnen einfach die richtigen Punkte zu geben und die Auswahlkriterien zu geben, die dann später für ein Matching passieren. Da glaube ich überhaupt nicht daran. Wir sind ja spezialisiert auf den Bereich IT, Marketing, Sales, haben jetzt noch HR und Finance dabei. Und gerade im IT-Bereich gibt es so viele verschiedene Jobskills, verschiedene Programmiersprachen. Das weiß nicht mal die HR-Abteilung in dem Unternehmen. Da gibt es so viele
verschiedene Jobtitel. Der eine heißt Senior Developer, der eine ist der Java Developer, Java Architect. Und am Ende vom Tag ist es doch alles das Gleiche. Und was wir da auch machen, ist das Ganze zu clustern. Wir zwängen niemandem was auf, was er nicht will, sondern Leute wollen einen neuen Job, die wollen sich weiterentwickeln. Und da die perfekte Möglichkeit zu haben, ohne eine große Bewerbung mit einem Klick, mit zwei, drei Klicks in den nächsten Prozess zu bekommen, ohne meine ganzen Unterlagen, Zeugnisse, was man bei uns gar nicht braucht im ersten Schritt, sondern der Algorithmus kann auf möglichst wenig Informationen, kann der Ihnen den perfekten Job vorschlagen. Und alles, was danach nachgelagert ist für den Auswahl, das überlassen wir dann beiden Parteien. Frau Hofmann, heute ist eigentlich gang und gäbe, dass man über Plattformen arbeitet. Gerade wenn man eine neue Generation erreichen will, läuft fast alles digital. Müssen Sie sich auch selbst da nachziehen? Ja, wenn man das Thema Automatisierung anspricht, dann sind wir schon längst auf dem Weg dahin. Wir haben einen eigenen Matchpot entwickelt, wie wir intern unsere Abläufe steuern. Wir haben eine App, wie wir die Mitarbeiter erfassen, wie die Mitarbeiter interagieren mit uns. Aber Sie sind ja immer noch das Bindeglied zwischen Arbeitnehmer und Unternehmen. Das heißt, Ihre Technologie ist ja immer noch reported nur an Sie. Und was wir ja genau machen, wir bringen beide Parteien miteinander in Verbindung und wir geben da die Power beiden Parteien zurück und setzen uns nicht in den Mittelpunkt, um dann wieder zu verteilen. Mhm. Ja, man muss bei uns bei der realen Situation ausgehen. Das heißt, dass wir im Grunde auf unserer Plattform 120.000 Bewerber haben, die sich schon mal ganz gezielt für Hofmann entschieden haben. Die haben sich also im ersten Moment haben die sich für Hofmann entschieden und haben gesagt, das ist ein Unternehmen, über das möchte ich bei einem zukünftigen Arbeitgeber arbeiten. Und ich glaube, jetzt um das nur mal in Vergleich zu setzen, Sie sind jetzt über 30 Jahre am Markt, haben 120.000 Bewerber. Wir sind seit ein bisschen über 2 Jahren online, haben knapp die Hälfte davon. Und ich glaube, das zeigt einfach ganz gut, wie sehr da auch ein Drang nach Automatisierung ist, wie sehr die Leute sagen, ich möchte relativ schnell den Zugang dazu haben, ich möchte nicht meine Daten einer Partei geben und diese Partei verteilt die dann, sondern ich möchte über ein Portal den Zugriff zu allen möglichen Jobs haben, die es da draußen gibt. Die Kontakte, die wir haben, sind auf jeden Fall viel intensiver. Das heißt, wir wissen einfach im Vorfeld schon viel mehr über den Bewerber als Sie. Wir haben doch ein Riesenproblem damit mit der Aktualität der Daten. Aber wir haben das Problem nicht, weil wir die Leute bei uns nicht anstellen. Bei uns können die ihre Profile über 20 Jahre, egal über wie viele Jahre, speichern, weil immer noch die Person selber Herr der Profil ist. Die Person loggt sich ein, kann ihre Daten ändern. Das Thema mit Daten müssen gelöscht werden, wie es bei Ihnen wahrscheinlich dann der Fall ist, weil Sie den direkten Bewerber nehmen, das haben wir gar nicht. Ja, aber da muss ich einfach sagen, dass unser Konzept natürlich ein ganz anderes ist als das Ihre. Nämlich unseres ist ja darauf aus, dass wir sagen, wir stellen den Mitarbeiter bei uns an. Das heißt, wir sind der Arbeitgeber. Das ist ja ein gravierender Unterschied. Und an dem wird sich ja auch in Zukunft nichts ändern. Und zwar, es wird sich aus dem Grund nichts ändern, dass Unternehmen uns ansprechen, nämlich dann, wenn sie einen Mitarbeiter nicht sofort selbst einstellen wollen. Dann werden die nach wie vor zu uns kommen und nicht zu Ihnen kommen. Wir haben uns bewusst auf die Permanent Placement, also die Festanstellung, fokussiert. Ich glaube persönlich auch, dass Arbeitnehmerüberlassung in der Zukunft immer mehr an Relevanz verlieren wird, weil gerade in dem Bereich, ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass über 90% ihrer Vermittlungen im Blue-Collar-Bereich, also eher in der Arbeiterklasse angesiedelt ist. Und das sind Bereiche, die Thema Automatisierung immer weiter automatisiert werden und wo immer mehr Mitarbeiter auch wegfallen. Und das ist einfach, wo wir auch dran glauben, das wird langfristig so einfach nicht mehr Bestand haben. Sehe ich natürlich nicht so. Ich war in dem Institut für künstliche Intelligenz und habe festgestellt, dass es wird auch in Zukunft Arbeitsplätze geben, wo ich Ihnen recht gebe. Es werden nicht mehr die gleichen sein wie vorher. Aber es wird auch in Zukunft Arbeitsplätze geben, die sehr simpel und einfach sind, aber wo Sie natürlich recht haben, die eine andere Performance brauchen. Ja. Und da ist es eigentlich eine viel größere Aufgabe, die wir haben. Wie schaffen wir es, die Mitarbeiter dahin zu entwickeln? Herr Zöller, Sie arbeiten ja stark mit Automatisierung, Digitalisierung. Deswegen müssen Sie eigentlich viel günstigere Preise anbieten können und alle müssen eigentlich die Türe einrennen. Ist das so? Ja, also wir sind um einiges günstiger. Vielleicht mal da den Vergleich zu ziehen. Bei uns kostet eine Vermittlung im Durchschnitt, je nachdem welches Paket man gebucht hat, aber im Durchschnitt 6.000 Euro. Bei klassischen Personaldienstleistern sind es 30, teilweise sogar mehr Prozent. Wenn man jetzt mal einen Durchschnittsjob von 70.000 Euro Jahresgehalt nimmt, dann sind wir mit 6.000 Euro und 30% wären dann 21.000 Euro. Das heißt, hier sind wir ein Drittel der Kosten. Und das ist natürlich sehr, sehr relevant für Unternehmen, die sich das vielleicht nicht leisten können, um da 21.000 Euro auf den Tisch zu legen, wenn sie jemanden einstellen, der 70.000 Euro Jahresgehalt verdient. Aber was leisten Sie dafür?
Wir leisten dadurch die Vermittlung, also das ist bei der Vertragsunterschrift die komplette Vermittlung, also alles, was Sie auch leisten, die Vorauswahl, den richtigen Kandidaten in den Prozess zu kriegen. Und wenn das Unternehmen sich dann entscheidet, den einzustellen, werden die 6.000 Euro fällig. Frau Hofmann, eigentlich wird Ihnen gerade vorgeworfen, dass das, was Sie machen, viel, viel teurer ist. Ist das wirklich so? Aus meiner Sichtweise ist es also letztendlich bei Ihnen teurer, weil man das Gefühl hat, dass für wenig Input doch relativ eine hohe Rechnung gestellt wird. Bei uns sieht man, was für eine Leistung dahinter ist, dass hier Personalberater eingeschaltet sind, dass man mit verschiedenen Bewerbern in Kontakt ist, dass man eine zeitliche Abfolge hat, bis es zur Einstellung kommt und dass der Bewerber praktisch laufend betreut wird, bis es zu einer Einstellung kommt. Und da sehe ich sogar, gerade wenn wir über das Thema Vermittlung sprechen, dann kann es im Einzelfall bei uns zwar teurer sein, aber wird ja auch eine Erfolgsgarantie abgegeben. Und das habe ich jetzt von Ihnen nicht gehört, dass Sie die abgeben. Sondern es ist einfach. Gerne komme ich gleich darauf zu sprechen. Nur nochmal, Sie nehmen 30% vom Jahresbruttogehalt. Das kommt immer darauf an. Das hängt von den Qualifikationen an, aber es kann auch drunter liegen. Also es hängt immer von den Qualifikationen ab. Aber so im Durchschnitt? Kann man sagen, also okay. Bis 30%. Und da ist ja für mich schon teuer oder günstig eine absolute Zahl. Und wenn wir sagen, bei uns sind 6.000 Euro, egal was derjenige verdient, sind wir ja, und unsere Durchschnittsvermittlung von Jahresgeldern liegt 60.000 bis 70.000 Euro, sind wir absolut um einiges günstiger als die 30% im Durchschnitt von Ihnen. Bei uns ist auch eine reine Erfolgsgarantie und ich glaube, es möchte ja niemand. Also niemand möchte ja, wie viel Arbeit wird von Ihnen da reingesteckt. Am Ende wollen die Leute Effizienz, die wollen schnelle Prozesse haben. Und keiner unserer Kunden, und wir haben jetzt in 2 Jahren über 600 Kunden dazu gewonnen, möchte am Ende vom Tag, dass wir super vielen Overhead und einen riesen Wasserkopf produzieren, den er dann am Ende vom Tag auch zahlen muss. Weil was für den interessiert, ist das Ergebnis. Und das Ergebnis ist für ihn die Einstellung. Und wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben, ist dem letztendlich egal. Aber habe ich das richtig verstanden? Sie übernehmen keine Garantie. Also die 6.000 Euro werden nur fällig, wenn er Vertrag unterschrieben wird. Unterschrieben und auch wenn er anfängt. Mhm. Was aber natürlich ein Riesendefizit von Ihrer Seite aus ist, dass Sie immer in diesem Prozess ein eigenes Interesse haben. Sie kriegen umso mehr Geld, umso mehr der Kandidat am Ende vom Tag auch vom Unternehmen bezahlt wird. Und dadurch, dass Sie auch die Informationen von dem Unternehmen haben, wie hoch der Need gerade ist, wie dringend jemand gebraucht wird, ist es natürlich etwas, was bei Ihnen ja auch schamlos ausgenutzt werden kann. Und am Ende vom Tag, nehme ich mal an, Ihre Berater verdienen auch dementsprechend, wenn Sie höhere Positionen vermitteln, als wenn Sie geringere Positionen vermitteln. Also ich denke, da gibt es natürlich schon entsprechende Vertragsgrundlagen, sodass da nicht einfach so nach Lust und Laune davon abgewichen werden kann. Das eigentlich ja in unserem Konzept wird ja in einen Verrechnungssatz die anteilige Krankheit, anteilige Urlaubstage und Ähnliches inkludiert. Und das wird an den Kunden weiterverrechnet. Und da bin ich natürlich nach wie vor überzeugt, dass das für den Kunden auf jeden Fall günstiger ist als Ihr Konzept. Herr Zöll, aber ein Punkt war ja, dass es eine Nachbesetzungsgarantie gibt. Also es wird nicht nur vermittelt im ersten Schritt, sondern wenn es nicht gut klappt, hat man eine Garantie, dass dann ein zweiter Kandidat kommt. Das bieten Sie ja nicht. Richtig. Na, also wir bieten es erstmal per zu teuer dann. Oder? Also wir bieten es erstmal per Default, bieten wir es nicht an. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir hatten das in 2, 3 Fällen hatten wir das. Und in den Fällen haben wir das dann auch angeboten. Wenn wir die Fälle mal über diese legen, die erfolgreich auch eine Probezeit überstanden haben und wo beide Seiten sehr, sehr happy sind in der Beziehung, in der Arbeitsbeziehung, die sie miteinander pflegen, und das gegenüberstellen zu 6.000, zu 21.000 Euro, sprich, wir ein Delta haben von 15.000 Euro, da ist es natürlich ein relevanter Betrag. Und da ist natürlich eine Risikoabwicklung für das Unternehmen. Möchte ich 15.000 Euro mehr zahlen, dass ich in 1, 2, 3% der Fälle, bei uns ist es noch unten drunter, derjenige die Probezeit nicht übersteht. Und das, glaube ich, beantwortet jedes Unternehmen, das wirtschaftlich denkt, mit einem klaren Nein. Frau Hofmann, was in den Märkten passiert, geht so schnell gerade. Kann man da als Familienunternehmen mit langen Traditionen überhaupt mithalten? Ich wundere mich schon sehr, wenn ich die Modelle angucke, wie Ihr Unternehmen oder ähnliche Unternehmen, dass ich sage, da sind sehr schnell Investoren gefunden. Aber ich habe bisher, muss ich sagen, ich habe mich auch mit den Bilanzen beschäftigt. Ich habe, so sorry, kein einziges Unternehmen bisher gefunden, was von dem leben kann, was letztendlich als Return of Invest bzw. als Gewinn übrig bleibt. Wir hatten zwar 2014 gegründet, sind aber wirklich erst aktiv am Markt seit Ende 2016, Anfang 2017. In Staffo ist mittlerweile über 4,5 Millionen Euro an Risikokapital von Geldgebern
reingeflossen. Wir haben noch unter 10 Gesellschaftern, also ist auch noch in einem überschaubaren Rahmen. Was man da aber natürlich sehen muss, ist natürlich eine Wette in die Zukunft. Bisher ist bei uns die Wette sehr gut aufgegangen. Wir haben 600 Unternehmenskunden in jetzt kürzester Zeit gewinnen können. Wir sind super schnell skaliert, haben uns letztes Jahr oder von 2017 auf 2018 haben wir uns verfünffacht. Wir werden uns dieses Jahr auch noch wieder mehr als verdoppeln. Und das ist natürlich alles, was vorfinanziert werden muss, wo aber später dann die Gewinne abgeschöpft werden. Frau Hofmann, ich muss mal nachhaken. Schnelligkeit in dem Markt, können Sie da mithalten? Ich glaube durchaus, dass wir mithalten können, weil wir natürlich in unserem Umfeld intensivere Kontakte haben, dadurch im Grunde mehr wissen. Wir wissen mehr über die Kundenunternehmen, da brauchen sie Zeit. Das wissen wir schon im Vorfeld, weil wir ja schon zum Teil seit Jahren miteinander arbeiten. Und Schnelligkeit natürlich, weil wir die letzten Jahre sehr wohl auch investiert haben. Wir haben natürlich auch investiert in unsere internen Abläufe. Das wird nach außen, sieht man das vielleicht nicht so auf den ersten Blick, aber das Modell ist nicht mehr das Modell wie vor 20 oder vor 30 Jahren. Das hat sich sehr wohl verändert und wir reagieren. Und das dürfte für Sie überraschend sein. Und da können Sie gerne mal einige unserer Kunden befragen, dass wir innerhalb von 2 Stunden oft reagieren können und vielleicht am nächsten Tag schon den Mitarbeiter zum Einsatz bringen oder zum Gespräch bringen. Und ich glaube, da haben wir ihn sogar vielleicht an Schnelligkeit etwas voraus. Ja, was bei uns bei Agilität super wichtig ist und was ich einfach glaube, was aufgrund des Wachstums und der Struktur bei Ihnen schwierig sein kann, ist, wir sehen uns als Technologieunternehmen und wir wollen da unser Produkt sehr agil gestalten. Wenn wir einen Weg gehen und wir merken, wir kommen da nicht weiter, dann verwerfen wir den auch genauso schnell wieder und gehen in die andere Richtung und gucken, schaffen wir nicht da die Erfolge zu erzielen. Und ich glaube, das ist einfach allein über das Know-how, allein über die Kultur, die über so eine Zeit wie über 30 Jahre gewachsen ist, ist da einfach schwieriger, weil auch andere Personen in einem Unternehmen arbeiten, die mit den Technologien gar nicht so bewandert sind und da gar nicht so viel Know-how auch in den Bereichen mit sich bringen. Ist eine Annahme von Ihnen, muss aber so nicht stimmen und stimmt schon gar nicht in Bezug auf Hofmann. Da ich schon vor Jahren, aber das ist einfach auch das, dass ich sage, dass wir uns das leisten konnten, ja, zu sagen, dass wir einen Bereich ausgegründet haben, wo sich, und das ist der Vorteil Ihnen gegenüber, wo sich Fachleute nur mit dem Thema der Weiterentwicklung beschäftigen. Aber ich glaube, dieses Know-how, was Sie sich mühsam erst suchen müssen, war bei uns schon vorhanden. Frau Hofmann, eigentlich waren Sie ja selbst ein Startup, damals vor einigen Jahrzehnten. Und dennoch, wenn man so lange am Markt ist, verliert man nicht die Schnelligkeit, die man am Anfang vielleicht noch hat? Im Gegenteil, ich würde sehen, dass wir unsere Erfahrungen nutzen, verwenden mit neuen Technologien und dann aber wiederum ihnen eigentlich voraus sind. Also ich sehe das völlig anders. Die Erfahrung, die wir auch gespiegelt bekommen von unseren Kunden und die Erfahrung, die wir selber gemacht haben, ist definitiv die, dass klassische Personaldienstleister da total am Bedarf vorbeigehen. Und ich meine, Sie haben jetzt, ich glaube, insgesamt über 22.000 Mitarbeiter jetzt im gesamten Pott. Da sind, wenn ich richtig informiert bin, knapp 500 und ein paar zerquetschte in der Verwaltung. Das heißt, das ist ein ganz anderer Wasserkopf, das ist eine ganz andere Hierarchie, die da mit dabei ist. Bei uns sind nur super kurze Wege, wir können sehr, sehr flexibel und schnell agieren. Da muss ich Ihnen aber total widersprechen, nämlich unsere Zentrale hat letztendlich auch nur 80 Mitarbeiter und das bei 936 Millionen Umsatz. Also ich glaube, da müssten Sie sich schon ganz schön anstrengen, wenn Sie da mithalten wollen. Und man darf auch Familienunternehmen bitte schon nicht unterschätzen. Also wir arbeiten sehr wohl an neuen Technologien und haben hier sogar noch den Vorteil Ihnen gegenüber, nämlich dass wir ein Basis-Know-how haben, aber trotzdem auf der anderen Seite Ideen haben, wie man eigentlich dieses Geschäftsmodell verbessern und im Grunde in die nächste Generation bringen kann. Das heißt, Sie müssen eigentlich darauf achten, dass Sie von uns nicht überholt werden. Würden Sie 10.000 Euro Ihres eigenen Geldes in die Firma Ihres Kontrahenten stecken? Sofort. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Würden Sie 10.000 Euro Ihres eigenen Geldes in die Firma Ihrer Kontrahentin stecken? Ich wäre froh gewesen, wenn ich vor über 30 Jahren, als Frau Hofmann gegründet hat, 10.000 Euro in ihre Firma gesteckt hätte. Da ich da aber noch nicht auf der Welt war und nicht die Möglichkeiten hatte, würde ich das heute so nicht mehr tun. Ich finde aber nichtsdestotrotz den Weg, der da gegangen wurde, auch sehr, sehr spannend. Heute würde ich mein Geld aber anders anlegen. Na, ich habe heute die Erkenntnis gewonnen, dass unser Markt, gerade wenn es der Markt des Recruitings, dass der sehr in Bewegung ist, würde aber trotzdem sagen, dass unser Geschäftsmodell nach wie vor ein sehr solides Modell ist. Aber ich kann mir vorstellen,
dass diese neue Dienstleistung unsere nicht ersetzen wird, aber vielleicht ergänzen könnte. Mich hat überrascht die Offenheit, über Themen zu sprechen. Mich hat überrascht, wie man davon ausgeht, dass man jeden im Grunde erreichen kann, über Plattformen seinen Lebenslauf zu posten, wie man erreichen kann, dass jedes Unternehmen ganz offen seine Jobprofile veröffentlicht. Da bin ich also noch ein bisschen skeptisch eingestellt, dass das so funktionieren wird, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also erstmal großen Respekt an die Leistung, die Frau Hofmann die letzten Jahrzehnte aufgebaut hat. Nicht nur unternehmerisch vom Engagement, sondern auch sozial. Davor kann ich nur meinen Hut ziehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Bereich, in dem sie unterwegs ist, auch mit der Arbeitnehmerüberlassung und das Ganze im Plug, vorwiegend im Blue-Collar-Bereich, sprich in den Arbeiterklassen, so in der Zukunft keinen Bestand mehr haben wird. Überrascht hat mich, dass trotz des, ich nenne es jetzt mal, weniger innovativen Anstrich, den es erstmal den Anschein macht, wenn man sich die Firma näher anschaut, doch auch einige Themen bei Hofmann Personal getan werden im Hintergrund, die in die Richtung Innovation gehen, Digitalisierung da definitiv auf der Agenda steht und auch als wichtiges Thema angesehen wird.